Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von Infrakta und ich bin wieder in die Wiederdimperer. Dann gucken wir mal. Winter kommt jetzt über den Balkan, an unseren Balkanfeldzug. Ja, das war der Kater. Die eine Katze hat versucht, an den Kater zu kuscheln und bei ihm auf der Decke zu pennen. I offer this in the name of our people. Let this be a sign of goodwill to come. Das Problem ist bloß, dass die Katze Blähungen hat und das kann der Kater zum Verrecken nicht leiden. Deshalb bezieht die Katze definitiv immer Prügel, wenn sie versucht, sich an den Kater zu kuscheln. Also die ersten 5 Minuten nicht, dann lässt sie einen ziehen und spätestens dann ist Polen offen. So ist das halt. Stimmt, wenn die Serenaika, also das, Kyrin jetzt ja Stress hat mit Sparta, war das doch, glaube ich, dann müssen wir eigentlich die Flotte im Mittelmeer nicht mehr unterhalten. Sonst können wir das auflösen. Oh, cool, Triumph. Naja, also im Moment überlege ich ernsthaft, das einfach mal die Autoberechnung zu klicken. Normalerweise schlage ich Schlachten selber, aber die sind jetzt, also diese Nachthemdträger, die sind jetzt ja keine Gegner. Ready for orders. Ready for battle. Ach ja, Wegfindung. So. Das hätten wir auch einfach haben können. Naja, egal.
We hunger for battle. At once. Yeah! Commander. On the move. Commander. March. At your command. So, es will die Fulminata damit reingezogen. Das ist ja schön, wenn man eine volle Kriegskasse hat. Will keine nackten Idioten. Macht es aber auch nicht wirklich besser, gell? Are you ready to serve Rome? Wir brauchen im Prinzip nur Kanonenfutter. Möglicherweise greift er dann eh nicht an, wenn er die Fulminata vor der Tür sieht. Ready for orders. Faster, damn you all! Wir bauen mal den Ager Publicus. Ich will mal gucken, was wir da noch vielleicht bauen können, was vielleicht sinnvoll wäre. Ich erkenne fast nichts durch Schnee treiben. Da ist ihre Feldarmee. Is there nothing else? Interessante Truppe. Wir drücken mal die komische Üble. Den parken wir da, wo er auf Bereitschaft gehen soll. Jetzt habe ich die Spione für die Träger. Die haben ja quasi noch den letzten Marsch gespielt, den können sie so halbwegs irgendwie auf die Reihe kriegen. Stimmt, wir wollten im Mittelmeer gucken, ob die Flotte von Kyrene noch bei uns vor Sardinien ankert, also zwischen Korsika und Sardinien. Und wenn nicht, könnten wir da die Flotte... Oh, was ist da passiert? Und noch einer. Die Verräter. Beides Julia. Der ist immer ein bisschen besser, weil der Moral bringt. Oh, cool. Jetzt haben wir mehr zur Auswahl. Die haben eine bisschen bessere Rüstung. Was ich ganz gut finde, weil die sollen ja den General beschützen. Ready for battle!
Ja, ich habe euch nicht vergessen. Habe ich mir schon gedacht, dass er das die Truppe. Das Problem ist, hier haben wir trotzdem keine Bagage und das wäre eigentlich mal sinnvoll die Maßnahmen. Kriegen wir da mal was her? Wir haben denn sowas mal gebaut? Lass mich raten, wir müssen dafür nach Italien abmarschieren. Ich finde es faszinierend, aus welchen Löchern die plötzlich kommen, wo der scheinbar relativ verzweifelt Krieg geführt hat. Verraten ich für Kampffischen kann gegen Segestica folgen. How can I serve Rome? I live. So, was ist mit der Flotte von Kyr? Die sind ja auch geil, oder? Das ist eine super Armee mit Elefanten und die gammelt da einfach sinnlos rum. Ich denke, die haben Krieg. Läuft der Krieg für die so super, dass die sich sagen können, ja, eine Armee mit Elefanten brauchen wir nicht. Kriegen wir so hin. Unglaublich. What do you wish of me? Noch eine Armee. Sag mal, wie viele haben die denn? Wie voll sind die in ihrer Kriegskasse? Die müssen wir echt über die ganze... Ach, warte mal. Ach, das waren die, gell? Ja. Das gibt noch ein ganz schönes über die Karte gejagt, bis wir die alle weg haben. Ja, aber das ist... Krieg ist ja... Ja.
eine gewisse Herausforderung muss ja sein, die komische halbnackte Irre in ihrem in ihrer Bademäntelchen und Nachthemd zu jagen, das ist ja nicht armfüllt. Das scheint eine Provinz zu sein. Ich würde sagen, wir sind fast durch mit der Erforschung der Welt. Und wir sind auf einem guten Weg, was die Eroberung der Welt angeht. Das heißt, die Flotte lösen wir jetzt erstmal noch nicht auf. Ich glaube zwar nicht, dass die so irre sind, dass sie mit der Armee jetzt noch mit mehr Stress anfangen. Ach so, wir können aber eine Feldschlacht schlagen. Ready for battle! Jetzt überlege ich aber gerade. Ready for orders. Wie lange ging jetzt das Video? We hunger for battle. Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß nicht recht. Also bevor mir die Festplatte wieder vollläuft, würde ich sagen, wir setzen einen Cut. Dann kommen wir gleich wieder und dann vertreschen wir hier die da. Commander. Was sei denn, die hauen ab? Nein, die hauen ab. Super. Okay, dann kurzer Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.